letzten Stein habe, wie plane ich dann am besten? Vielleicht kann ich die eine Tuse endlich mal treffen. Oder ist es hier schon zu dunkel? Ich glaube, es ist schon zu dunkel. Wo ist das rastlose Gespenst? Die Monolithen. Genau. Bringen wir den Brief weg? Be alert! Macht der Hund? Weshalb ist der Hund so weggerannt? So, ah! Ja, dieses komische Wupp Wupp geht mir schon auf den Sack, ey. Ich weiß. Ich trinke aber auch jetzt keinen Trank so. Pechschwarz? Greeting. A shoeshine? Ja, ja. First journey to Fazima? You could say that. Tell me about it. We've some heavy... No, there's a quarantine because of the plague. Squirrels are fighting the order. Monsters, as one bard sang, Vizima's like a brothel on fire. I'm interested in bandits. Something. They operate with brute. Tell me more. The Scoia'tael wage a guerrilla war outside hatred for none. I'm... You'll have no... Ask merchants. Anything. We both. You don't. Every. Okay. Society made me what I am. So, hier haben wir den Wesemir. Nicht Wesemir. Anderen Typ ist hier, Vivaldi. Und dann ruhe ich mich auch aus, damit endlich diese scheiß Toxizität da weggeht. Da, Vivaldi, ich habe einen Brief für dich. What? I have a. Yevin? I don't need to read it. I know what he wants. Witcher know that whether elf, human or dwarf, they all want the same thing. Gold? Gold indeed. If you care to drop by later, you can collect... Agreed. But don't count on getting any gold. Hey. I've no time. Später zurückkehren, um meine Antwort zu erhalten. Gut. Nächste Sache. Hausdirektiv Raimund, hey. Dann kann ich mich halt bei dem ausruhen. Curses! Ob der was darüber weiß? Oder ist er ja? Töchchen. What was I supposed to talk to? Alright. Hey. I'm. Hey. Bis bald. See you. So, wo sollte das denn jetzt sein? Hä? Hä? Also sollte es in seinem Haus sein, wenn es nicht da ist? What the fuck? Ich bin verwirrt. Hey, ich hab noch eine Frage. I'm... What's it like? I've... So, ich muss schlafen. Neue Talente erworben. Das ist ein neue Talente erworben. Oh. Also hier, Quen. Erzeugt ein Schild, der Schaden absorbiert Schilddauer plus 25%. Angreifer verliert 5% seiner aktuellen Vitalität. Feuerresistenz, Zeichendauer. Aha. Erhöht die Chance von Niederschlag vom Gegner. So, Girden. Wirkt Angst. Angst.
So, das ist auf jeden Fall was. Feuerresistenz, Säureresistenz, Niederschlagresistenz. Kosten des Zeichens minus. Zeichen Dauer. Und Igni definitiv. Wir haben gelernt, dass wir das auch auf jeden Fall brauchen. Alchemie. Schwalbe könnten wir wieder ein bisschen brauchen. Davon haben wir einige gebraucht. So. So, es ist weg. Gut. Weshalb? Dank Kalksteins Aufzeichnung habe ich es geschafft, noch einen Sephiroth zu finden. Im Glossar fährst du mehr über Sephiroth. Sephiroth. Habe ich die richtige Quest? Ne, finde ich nämlich nicht hier über den Typen da. Die wilde Jagd ist ja Teil 3. Mein Gott, ne. Ja, jetzt helf mir mal. Nichts. Nichts, was ich hier mache. Aber weshalb führt das mich dann hier hin? Das jetzt extra machen muss. Ich bin gleich wieder da. Ich guck mal im Internet, wo das letzte Ding hier ist, ey. So, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und oh boy, was wir alles noch machen müssen. Oh mein Gott. Seid ihr echt so bekloppt? Die Bastard! So, jetzt kann ich wieder angreifen. So, die Quest, die wir eigentlich machen wollen, hier mit dem Gedöns da, können wir noch gar nicht machen. Das wird noch dauern. Das, was wir machen müssen, ist das, was immer steht. Ich müsste öfter mit Shani reden. Und das muss ich auch machen. Wenn ich mit Shani nichts mehr zu reden habe, muss ich sie in ihrem Krankenhaus besuchen. Bei Tage, da ist wohl anscheinend der Coleman, der erschossen wurde, tot. Oh, ey. Ist die Alte wieder da? Oh, phew. Hey, du bist hier. Yes. Sean. I wanted to... What it's... I'm sorry. But that's it. It does. Thanks. Don't mention... So, jetzt muss ich bis zum Tage warten. Ja, wir müssen... Machen wir mal ein bisschen Mittag zurück.
meditieren. Wir müssen sie nämlich im Krankenhaus besuchen. Da sollte jetzt angeblich irgendein, entweder ein Gefangener sein, den wir verhören können, oder der Coleman tot sein. Und die Spur wird dann deuten, dass es irgendein anderer Typ ist. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommt mehr heraus, dann wird Kalkstein auch noch verdächtigt. So in der Richtung, ne? In der, also es wird noch einiges sein. Habe ich noch ein paar Bücher aufgesammelt? What you? Ja. Ohne Mark, die Narzissenformel eines Tranks mit einem Obsidian. Oh. So. Ja, genau. What? Ist die Formel denn wert? 80 immerhin. Dafür kann ich ja dieses Golem-Mark ja schon machen. So. Müsste jetzt mit Shani sprechen. Ist die. Why, hello? Nein. Immer diese Quest, wo da steht. Ich sollte öfter mit Shani sprechen. War nicht immer umsonst hier. Ja, anscheinend steht das hier so nicht. Deshalb muss ins Krankenhaus. Beim Krankenhaus hier sollte wohl anscheinend irgendein Toter oder ein Verletzter liegen. Hoffen wir mal, dass das richtig ist. Wenn nicht, dann weiß ich nicht weiter. Weil hätten wir den Squeatar, diesen komischen Elfen, die Waffen nicht gegeben, wäre der Coleman auch nicht gestorben. Also damit haben wir unsere Entscheidung eigentlich da besiegelt gehabt. Hey Shani. Quick. Where are you? I have a room. Easy to. Opposite the house. Quickly. See. This wound festers. So I'll change the dressing. Wouldn't mind taking ill here. Surely more suitable places would welcome one so tired. A medic I know says stitch red to red, white to white, and everything will be all right. Mistelzweig, super. My lungs. Not much time left. Also bringt, habe ich hier auch nicht. We'll all die. We'll all die. Gucken wir mal, wenn ich mit der Stadtwache hier draußen spreche, ob die was sagt. Weil das ist die einzige Stadtwache, you, wo ich... Move along. You, move along. Trollt euch? Nein, ich troll nicht. Oh, I'm in pain. Wieder ein Loose End. Keine Ahnung, was das ist oder was ihr wollt, was das sein soll. Get in. Ja, was willst du denn haben? What do you need? Get in. What? Will er einfach nur weiter mehr Hundefett haben oder was? Ja, anscheinend schon. Der Friedhof ist komplett abgeschlossen, also.
Eternal fire, fill my heart. The strength within us will heal the world. We give our lives to the Order. Yeah, yeah. Thank the Lords. Yesterday, what encountered the living dead? Siegfried spoke of you. Also, Infanterist ist auch eins. Okay, das ist auch nur so ein Ding, wo ich mich wirklich... Da ist sie! Immerhin nie. Have you didn't mention your dip. Quiet down. Damn you. So long. Okay. Und sie verschwindet hier in dieser Tür. Gut. That's no bargain, that's rubbish. Gut, damit haben wir das auch schon wieder. Ich geh jetzt einfach mal zum Kerker. Ich gehe zum Kerker. Wenn der Typ mich nicht durchlässt, dann kill ich den einfach und geh rein. Aber ich speichere davor ab, falls das schlecht ist. Chucky, chicky, chicken. Ich weiß langsam nicht mehr weiter hier. Ich habe schon alles gemacht, was im Internet steht. Die haben gesagt, da soll man hin. Bisschen Mais. I wager you trained a lot to kill monsters. I train in daytime. Training kills. Look at anything interesting. There's one tavern, three gates. What about the one lease? Where do I you cannot? Where are the bar the cost? What's the it reeks? I'm a look. I saw get out of here, but we cannot speak. Well, if only I felt like doing this. Wait. Hey, hast du irgendwas noch? What is I wanted okay. Someone informed them. What do you suggest? Several parts. I'm not gonna exp- You let the professor out of- His bail. I get- You stopped your men- Not dis- I won't dis- What do you do, knights? Nothing. Where do you get- Don't always- Wealthy. I've got no real proof. Sounds like you're mount- If you- Imbeciles. Okay, ohne weitere Beweise komme ich weder da noch da weiter. Ab in die Kerkertür. Wie abgeschlossen. Das ist aber nicht abgeschlossen. Okay. So. Ist das nicht erlaubt? Ihr habt doch hier einen unbekannten Trank. Oh oh. So, ich hatte ganz kurz Angst, weil sich irgendwas aus meinem PC ausgelockt hat, also düdüm gemacht hat, und ich hatte Angst, dass es zufällig die Festplatte ist, weil ich irgendwann mal ein Problem habe. So, ich habe mich schlau gemacht. Wir haben dieses Fistich, können wir selber herstellen. Wir brauchen dazu rein guten Alkohol, den müssen wir eigentlich nur haben. Oder? Ne, den müssen wir uns kaufen, aber wir müssen dann eh. Wir gehen jetzt ins Gästehaus, stellen uns die Kacke her und geben es dem Typen. Wir können es angeblich auch in irgendeinem Alchemiebuch nachlesen. Oh, you're getting old, Granny. Mal gucken, ob wir das überhaupt genug vom Bein haben, weil wir können dann diesen einen... Also, wir brauchen... Hydrogenum, genau. Hydrogenum brauchen wir dreimal. Dann brauchen wir einmal Ribis. Ribis oder irgendwie so. Veridio. Achso, ja. Ribis brauchen wir einmal. Verbis, wir brauchen immer aber mit Verbis, mit V. Fragen wir mal den Kalkstein, da müsste doch irgendwas da haben.
Genau, Kalkstein ist hier. Nein, hier ist der Detektiv ist er wieder. Vom Detektiv aus. Außerdem angeblich irgendwelche Assassinen, die hier so herumlaufen, die lassen das auch droppen. Dann gehen wir da hin. Also wir brauchen irgendwas Verivio, irgendwas da, dann Rerbis. Kalk schon ein, ist er. Hey. Hier abwehren hat alles, Mann. Oh, was brauche ich jetzt noch mal gucken? Das soll wohl Zinnober sein, also brauchen wir was Rotes. Ja, warte mal, wir kaufen uns einfach noch ein paar von den Alkoholen, dann können wir das ja ausprobieren. So. Ach ja, stimmt. Ich möchte mich ausruhen und ich möchte gerne Tränke brauen. Kann ich das hier? Ja. Golemark. Quebers? Wieso nicht? Oh. Also guter Qualität, das heißt ich brauche weiße Möwe. Weiße Möwe, um mal weiße Möwe herzustellen. Super. Können wir einmal unseren Golemmarkt machen. So. So. Dreimal Hydrogenum. Drei. Brauchen wir ein... Rerbitis oder irgendwie sowas? Man meint bestimmt Rebis. Und einmal dieses rote. Unbekannter Trank. Welche Talente? Nee, ne? Nein. Ja. Unbekannter Trank. Müssen wir den jetzt trinken, um den zu verstehen, oder was? Mondaufgang. Freigeschaltet unter Intelligenz. Weg nur, wenn der Mond aufgeht. Zeichenintensität. Also, okay. Und mal. Gut, es bringt uns nichts. Wir müssen... Anscheinend diese komischen... Ich möchte mich gerne ausruhen. Bis nachts. Und ein bisschen weiter. Wir müssen in dieser Stadt diese komischen Assassinen kaputt schlagen. Die haben ab und zu dieses Fistech dabei. Ich hoffe, das wird nicht lange dauern. Und nur so können wir weiterkommen. Wir müssen diese komische Quest machen mit dem Fistech. Und da wir den Squartel die Waffen gegeben haben, dass sie den Codeman umbringen konnten, müssen wir das halt so machen. Und wir sind ja zum Glück genau hier. Da, angeblich die Meuchler haben das. I'll kill you! Da stehen jemand so die Assassinen von irgendwas da.
Oh, Gruppe. So. Die, bastard! Oh, okay, das ist der einzige noch. Okay, stark. Flatterer? What the fuck is that thing? Quinn. Was ist ein Flatterer? Aber ich habe gehört, dass es hier irgendwelche Monster gibt, die angeblich irgendwelche besonderen Tränke mir bringen. Ah! Ey! Ey, 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 ey! Ey, falsch. Silberklinge. Und stark. Ja, genau. Der betäubt einen. Und dann saugt er sein Blut. Und dazu brauchen wir vielleicht diesen komischen... Ja, nee, gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wertvolle Zutat. Fangzähne als Vampir. Es gibt Kaufleute, die sich mit diesen anfreunden können. Hey. Barista? Ne, du hast noch einen Dolch. So ein bisschen fistig. Da fistig, eine starke Droge. Hey, haben wir das nicht hier die ganze Zeit schon drin? Was ist das denn? Wo ist fistig? Was ist das? Wo verschwindet dieses Fistig? Ach, da haben wir die ganze Zeit das Fistig. Oh mein Gott, ey. Ich Idiot, ey. Wir haben die ganze Zeit. Wir haben das nur nicht genommen. Und ich bin die ganze Zeit hier am Fallen. Mein Name ist ein Vampirzahn. Also beim Vampir ist das Besondere. Wo zeigt unser Pfeil eigentlich hin? Immer noch zum Detektiv? Ja. Das Vampir ist das Besondere. Er saugt ja unser Blut. Wir könnten sozusagen diesen einen Trank des schwarzen Blutes oder irgendwie so heißt er trinken. Des, wenn die unser Blut trinken, Schaden nehmen. Das sieht man, glaube ich, in dem Witcher 3 Trailer zum Film. Da wo der eine, wo er gebissen wird. Aber davor diesen Trank nimmt, der sozusagen sein Blut zum Kochen bringt. Endlich, ey. Ja. Ich hab genug davon. Ein. Tell me about. But. Where is he? They took him to Lebiota Hospital. Genau. Thanks. You should. Maybe. Who did you. Tala, the fence. Before I went. I marked the place on the map. See. So. Genau, der im Krankenhaus festgehalten wird. Weil das mit dem Hexerschwert hat sich ja schon gelöst. So. Ab zum Krankenhaus. Da geht jetzt die Quest endlich weiter. Mein Gott, ey. Mein Gott, freue ich mich da, dass das endlich weitergeht. Okay. Ein Gefangener, der hier festgehalten wird. Sicher kein Gefangener festgehalten wird. Da. Not enough pay for this. Stay away from the prison. Oh, nur 10? Das geht ja noch.
Stay away. I want to ask. Shh. He's talking. Kalkstein. He's passed out. Shove off. There's a commotion in the corridor. Bloody thugs. Ramsmeat sent them. Damit haben wir ein paar neue Verdächtige. Wow, wie viele? Bier. Irgendeiner hat wieder seinen Kopf verloren. Hähnchenschenkel. So. Gut, 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 gut. Das heißt, wir haben jetzt wieder zwei neue Gedönsdinger, ne? Schlussfolgerung, es ist Zeit, zu Raimond zu gehen, um die Entdeckung auszutauschen. Ah! Gut. Und vielleicht gibt er uns dann auch endlich den letzten Stein. Endlich können wir meine Quest ein bisschen weitermachen. So, I got to the prisoner. He spill anything? Didn't have time. Ramsmeat's men attacked. You sure? Strange. Ramsmeat wants Salamandra gone, unless something I don't know about has occurred. Javed might have scared him, or paid him off. Something to check. Did you get anything out of the prisoner? Yeah, Kalkstein. One word. Kalkstein. Makes sense. Kalkstein's known to be a talented alchemist. He could be helping Javed with his experiments. I've met Kalkstein. He didn't look the criminal. That might be true, but we need to check all our leads. Let's get to work. I'll ask around town, talk to my contacts. You keep an eye on Kalkstein. How do you want to proceed? Patience. This is just like fishing. I prefer hunting. Then gain Kalkstein's trust. Do him a favor. Learn something and talk to Ramsmeat, but don't overdo it. Ja, ja. Kann ich jetzt mit dir reden oder sehen, was gibt's? How do you pay? I prefer then and talk. Okay. Auch noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt mit Kalkstein, also Kalkstein. Kalkstein. Kalkstein uns unterhalten. Und sein Vertrauen gewinnen, aber das haben wir ja schon fast eigentlich gemacht. So, Kalkstein ist nämlich hier oben. Shit in my boots. What? Normalerweise müssen wir sein Vertrauen haben, soweit wie wir das da alles gemacht haben. Da hinten ist er. Hey Types. Let's talk about... Hmm. I think you're in league with them. What? Me? Why? That's what I'd like to know. What is it you're after? Evidence indicates you're linked to the organization. What evidence? The wounded salamander mentioned you. That's likely, since I hired him. What for? To help with my experiments. I had no idea he belonged to a secret organization. I suppose he distilled the fifth essence and dusted the Philosopher's Stone? He protected me from Salamandra and did other tasks. He risked his life for me, and your sarcasm will not change that. Get out of my sight, mutant! I believe you. I don't know enough to decide. Let's drop the subject for now. Right. We can't waste time. When you find that cri- Okay. Jetzt müssen wir zu einem komischen Fleischtypen da hingehen, der nachts in diesem Ding da abhängt. Nicht hier ist. Shanis Haus. Das ist das Krankenhaus, da müssen wir da entlang zum Abendviertel.
und links. Ich meine, ist das hier sehr übersichtlich, wenn man weiß, wenn sich einmal zurückgefunden hat, weiß man auch, wo was ist. Außer, dass ich immer falsch abbiege und immer ins Lagerhaus gehen will. Na, ist der Fleischtyp müsste, glaube ich, noch im abends in dem Gasthaus sein. Ich muss irgendwo rote Rosen, glaube ich, herumbekommen. Herbekommen. Ist er hier? Ja, da ist er, ja. What? Ever seen the Salamandra sign? I've seen a lot. Have a problem with that? Best tell me all you know. The name Azar mean anything? I have a rule. Before I slit someone's throat, I give them some advice. Never threaten me. Make sure you remember that. I mean, image is everything, right? I need to talk to you. Why did you contact Witcher Berengar? What's it to you? He was my brother. Take a good look. Do I seem like a whore to you? No. So why are you trying to fuck me? Again, what's it to you? He was a friend. I suspect Salamandra had something to do with his disappearance. You choose your friends poorly. Berengar schemed with Salamandra, and that's why we had our eye on him. As they say, keep your friends close, and your enemies closer. He disappeared in the swamp. Kalstein hired one of my boys to find him. Then he disappeared. Your people attacked me at the hospital. You cracked? I sent them there to bring back one of ours. Let's say I believe you. I'm short on proof. Thanks a lot. But you'll allow me not to fall at your feet. And if you find any of his underlings, I wouldn't mind having a chat with them, too. You fight like a lass. Not yet. I talk so smooth all the wenches draw near. Those that don't, get smacked. Alle nur unter Dinger. Gut. Wollte schon sagen, wie, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Ich habe nur die falsche Quest gehabt. Ja, wenn du stirbst, dann muss ich dir auch kein Geld mehr geben. Oh oh. Gerade nochmal rechtzeitig. I'll kill you! Genau, den richtigen Stil haben wir. So, nochmal richtig rechtzeitig gekommen, geschafft. Thanks, Geralt. You saved my life. The bastard snuck in here. Somehow they found out I'm after them. Who? What happened? Salamandra. I was a step away from solving the mystery. One small step. Relax, Raymond. You're safe now. Not likely. They're following me day and night. I gotta find a way to lose them. What do we do? I'll set a false trail. You question the new suspects. Who? Here, take these notes. What do you intend to do? They're on my heels, so I've gotta disappear. I'll draw him away while you pursue the investigation. I'll find you, White Wolf. Okay.
3 Abzeichen habe ich, gut. Kann ich dem komischen Kaufmann... Nein, ich möchte hier raus. Ich möchte hier raus aus der Tür. Das heißt, ich kann dem komischen Kaufmann diese 3 Abzeichen geben. Aber ich muss dafür auf den Tag warten. Der ist ja nachts nie da. Das heißt, ich gehe zu einem Zwerg, der da drin wohnt. Ruhe mich aus, bis es Tag ist. Ich spreche mit dem komischen Typen da für die 3 Zeichner. Ja, have you? Yes, let's hope. Gut. Hey. Hey, hey. Dein Bart soll nicht da durch deinen Körper glitschen. Jetzt nochmal. Bitte, ich möchte mich ausruhen. Nun sagen wir mal so, kurz vor Mittag. Kurz vor Mittag, so. Und schnell weiter. So. Der ist immer noch am sauber machen. Und raus geht's. So, das heißt, wir gehen jetzt. Weshalb diese komische Musik ja jetzt kam, dass ich angegriffen wurde, weiß ich auch nicht. Angeblich der Typ hier, der ist eh nur so ein Fraud, also dem gehörte das eh nicht, was wir da gefunden haben in der Gruft. Und wir können den Familienring für 120 verkaufen, also wir haben alles richtig gemacht da. So, wir haben jetzt aber die 3 Abzeichen, wir können den einen die 3 Abzeichen geben. Dann müssen wir alle in Kreuzverhör nehmen, mit dem Bockfleisch angefangen. Like the look of me. Wo ist er denn? Da. Hey du. Yeah. I have 3 salamander pins. Will you tell me about your secret society now? Excellent. I normally pay 20 apiece, but I'll make an exception. I'll give you 10 times that. Great, but I still want to know why you're paying bounty hunters to track down bandits. They're not good for business. Your business? All businesses. Listen, there are forces beyond your imagination at work here. Be thankful you don't know the world for what it is. Luvarden, I've heard so many high and mighty speeches that yours doesn't impress me. I don't give a shit about these forces. My only concern is reaching the Salamandra leaders and killing Azar Javed. That I'd like to see. Should you succeed, find me, and I'll reward you handsomely. And if you destroy Salamandra as a whole, I will repay you for your efforts. That won't be easy. I may come see you again, and I'll be counting on your assistance. I'll help if I... See you later. Yes? I've nearly completed my investigation. All right, speak. If you don't work with a modest merchant, quit bluffing. This symbol signifies my secret society. We seek to destroy Salamandra. Learn anything useful? The Salamanders have risked much. This is a political matter, let me tell you. Some larger schemes at play in Redania. Few people know the secret. King Faltest, the Lodge of Sorceresses, and I watch the northern border. How does this relate to Salamandra? Azar Javed has sent a special force north. My men saw them. He too knows something's brewing and is making preparations. Okay. Damn, I'm thirsty. Na cool, nochmal eine Stufe aufgestiegen. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Ja. So. Kontakt.
Mal gucken, wann der Kontakt mal plötzlich kommt. Und wo er kommt. Oh. Mr. Marlowe sent me. What's happening? Raymond said he has some new information. Come to his house as soon as you can. Thanks for the message. Gut. Dann geht es wieder weiter. Aber ich dachte, der hat versucht, irgendwie unterzutauchen. Und jetzt ist er trotzdem wieder in seinem Haus. Nee. Welcome. You won't believe what happened. Tell me. Not so fast. Remember, I have expenses. How much do I owe you? 200 orans. This investigation is getting expensive. I'm not the Prophet Labiota. I can't live on roots and berries. Neither can my informers. I guarantee you these are the bare necessities. All right, 200 orans. Down to business. They transferred the prisoner after the attack. Not good. Especially since we won't get anything else out of him. He died last night. How did that happen? Well, he wasn't in great shape, so I guess it's no surprise, but I have a feeling. Someone helped him along? Exactly. Shani's a good friend of yours, right? Ask her to do an autopsy, once we know the cause of death. Wait a minute. Are you spying on me? That's my job. See you later. Gut, mit Shani sprechen. Wir müssen, glaube ich, am Tage mit ihr sprechen, solange sie im Krankenhaus ist. Die nächste Sache. I know. Immer alles mitnehmen. Let's. Da ist sie. Geralt, ja. We need to talk. What is it? Some people died at the hospital. Were you involved? Explain yourself. I wanted to question a prisoner, one of your patients, but thugs interrupted us. It was their bodies the guard discovered later. Hmm. I'll tell you what I overheard. The prisoner will be transported to a safe location. Thanks, Shani, for understanding. Just watching out for you. I need you to help me with an autopsy. What? That's illegal. It's necessary. Visit me at night. We'll talk. See ya. Jut. Nachts wieder mit ihr. Ab zu dem komischen Zwerg. Ab zu dem komischen Zwerg. Schlafen gehen, dann zu ihr hingehen. Ach ey, bin ich froh, wenn das Kapitel endlich mal so weit ist, dass ich... Genau, hier ist dieses dreckige Viertel. Ich muss hier immer warten nachts. Die arbeitet ja tags in dem Gedöns. Da müssen wir auf nachts warten. Gut, dass ich den hier habe. Da kann ich mindestens immer umsonst übernachten. Hey. So. Neue Talente. Sogar ein Silbertalent. Bin ich schon 15? Cool. Ah ja, ich habe auch außerdem gelesen, den Golem hätte man besiegen müssen. Man hätte einfach zwei Pylone aktivieren müssen und den irgendwie dazwischen stehen lassen und dann aktivieren, damit der Golem getroffen wird. Ja gut. Das war jetzt halt blöde, ne? Axi, Verzauberung. Ja, ist auch schön. So. Haben wir das hier schon mal? Dann müssen wir das auch noch mal beim Silber machen. Dämmerung und ein bisschen weiter, bis es dunkel ist. So. Ich glaube, das mit den Tränke einnehmen hat sich ein bisschen später verändert.
Also im zweiten Teil ist es, glaube ich, genau andersherum. Ihr könnt nur meditieren. Ihr könnt zwar überall, man kann zwar, so, man kann überall meditieren, aber man kann nur Tränke einnehmen, während man meditiert. Bevor man sozusagen in einen Kampf reingeht, sollte man davor sich präparieren, so in der Richtung. So, die Alte soll uns bitte in Ruhe lassen. Hallo. Ja. Jetzt muss immer die Katzin kommen, na. So, Shani, wir müssen uns unterhalten. Yes? Shani, I wanted to ask you something. Mm-hmm. I need your help with an autopsy. An autopsy? Since when do you deal with stuff like that? Since I started investigating Salamandra. Okay, though, I'm no coroner. You'll have to interpret our findings. We'll meet in the evening. Until then, gather as many clues as possible. I'll sniff around. Get the body from the gravedigger. We'll meet at the hospital in the evening. How do I find information? Ask Vincent Mice, but also look for books on anatomy and pathology. Farewell. Vincent Mice. Wer war nochmal Vincent Mice? Der kommt mir auch so bekannt vor. Nein! Ich weiß, wer das ist. Das ist der Typ von der Stadtwache, deshalb. Das ist der Vincent. Ich bin auch schon viel zu lange am Aufnehmen, ey. Ich glaube, bald schon meine dritte Stunde. Das dauert wieder 28 Stunden, bis ich hier alles bearbeitet habe. So, ey, Vincent Mice. Alter Arsch. Ich brauche was von dir. What is- You ever do autopsies? What for? Punctured stomachs mean gang warfare. Torn off heads mean beasts. And black tongues mean poison. The first case, we pressure ram's meat. The second, we pass on to the order or a witcher. The third, we go to the victim's wife. The culprit 90% of the time. Autopsies are a waste of time. Okay. Jetzt muss ich zum Friedhof hingehen, ne? Jo. Da muss ich mir jetzt den Leichnam holen. Ach ja. Ich muss außerdem nochmal am Tage den Gärtner sprechen über rote Rosen. Ist ganz wichtig. Damit wir unsere Karte von Shani bekommen. Damit wir Liebe mit dir machen können. Braucht man rote Rosen. Wichtig. Merken. Shit, der Totengräber ist ja gar nicht hier. Wo lebt der Totengräber eigentlich? Wieso kann man den so nicht besuchen? Totengräber, ja. Und wo ist seine Tür um zu ihm nach Hause? Eine Treppe ins Nichts? Hier ist auch eine Treppe ins Nichts? Wo lebt der Typ? Das würde mich mal interessieren. So, ab wieder zum Zwerg. Wir müssen schlafen gehen. Bis zum Tage treffen in einen Typen, holen uns schon mal die roten Rosen. Ja, können auf ein Silberschwert geschmiedet werden. Super. Jawohl, ohne Momento. Kannst du das auch vielleicht? Kann ich mir bei dir ausruhen, wenn du hier bist? Na super, der Typ ist natürlich nicht da, wenn man den mal braucht. Ich gehe nicht wieder in dieses komische Handelsgedöns da. Weil das kostet mich immer 5 Oren. So viel Geld habe ich auch nicht mehr. 2,7. Ich wollte immer noch mal eine 5000 für meine Rüstung eigentlich mal haben. Aber da kann ich ja auch vergessen, dass ich da irgendwie näher komme. So. Es wird auf jeden Fall sehr interessant, aber irgendwie zieht sich das Kapitel. Wenn ich mir überlege, dass es bestimmt noch nicht mal... wenn wir alles hier machen sollten, ne? Bis zum Mittag und ein bisschen zurück.
Mädchen. Deshalb, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ey. Ach ja, stimmt, der hat Hunger. Wir müssen ihm was zum Essen geben. Hoffentlich haben wir noch was zum Essen. Brot, Schinken. Ja, genau, Schinkel oder sowas haben wir immer. Wir haben ja immer Schinkenbrote uns gelassen. Geben wir Schinkenbrote, sagen wir möchten gerne eine Blume haben. Rot, nächster. Also bevor ich da überhaupt weitermache, dann muss ich zum Gärtner gehen. Er ist ja zum Glück auch hier vorne. Wo ich ja eh zum Friedhof muss. Ich muss hier rechts zum Friedhof abbiegen und hier vorne müsste der Gärtner sein. Oh, die sind noch da. Hey! Hey! Look. Tell me. Bring me up. Ja, hab ich. Hm. May I any red. Hey, you genau. Rote Rosen habe ich bekommen. Da sind sie. Wichtig. Jetzt zum Friedhof hingehen. Sir, can I have a... Forgive me, sir. We sell only to the or... Farewell. Need... Will you... I only work... Bye. Sind wir jetzt plötzlich keine Freunde mehr der Order? What the fuck happened da? Ich dachte, Siegfried hätte uns doch hier empfohlen. Das ist der Totengräber. Hey, Penner. What you... You seem to know a lot about the deaths in the city. Ever help with investigations? Sometimes I inform Raymond about the more interesting dead men. I don't trust Raymond. He's hiding something. Raymond? You wouldn't find a more loyal man. He seems to be struggling with this case. I should help. Will you let me inside the cemetery? City authorities prohibited it. How can I change your mind? I'd need Captain Mice's permission. No other way to sway you? Actually, I have a terrible debt with Toller. Clear those debts, the cemetery key's yours. Okay. Could you hand over the for a bottle of dwarven liquor? Zwergenschnaps? Begone! Eine Flasche Wodka. Zwei Sachen. Ich muss meinen Alkohol verkaufen, den Zwergenschnaps bringen und ich muss die Schulden von dem einen Typen begleichen. Genau. Ich glaube, das wird nämlich so sein, dass Thaler auch irgendwie Dreck am Stecken hat. Und dann muss ich irgendwie jemanden überreden, dass er das vergisst, dass es da irgendwie so Probleme gab. So, warte mal. Wo ist die Kellnerin hier? Da ist sie doch. Hey. Mate. Weg. Wenige Alkohol kann weg, so. Ist da von der... was ist da von jetzt der... Wodka. Na, Tagebuch. Okay, Bestechungsgeld. Also ab zu Thaler. Ich kann ihm doch nicht hier helfen mit dem Alkohol. Ja, mein Name ist schon mal die roten Rosen. Juhu!
Oh, schnell weg hier. Oh ja. Eternal fire fill my heart. Das ganze Ding hier, das ist so teuer. Den ganzen Orange. Ich frage mich manchmal, wie man das schaffen soll hier. Kommt man hier das ganze Geld her? Klar kann man hier farmen, aber das ist doch nicht. Rumors say quarantine lasts while the plague rages. Genau, ich frage mal den. Hä?